Was geht, CT und T-Bad? Hier ist Bombes Benefuse am Start. Und ja, ihr seht dann Gelegenheits... Nein, das ist kein Gelegenheitsspiel. Ein Arms Race, ein Wettrüsten-Spiel im Hintergrund. Ja, es gibt so einige organisatorische Sachen. Es tut mir erstmal leid, dass wieder keine Videos kamen. Im Moment ist das sehr stressig mit den Videos. Zumal es in meiner Wohnung arschwarm ist und hier drin zu sitzen extrem scheiße. Mein Schreibtischstuhl kaputt gemacht wurde. Vielen Dank an Fabse, der hat mich eine Rolle rausgehauen. Die Rollen kommen jetzt. Und deswegen kam es jetzt halt keine Videos. Ich versuche mehr zu machen. Deswegen jetzt dieses kleine Update-Video, Update auf meinem Channel, ja. Es wird demnächst auch ein Upload-Plan geben. Das bedeutet, ich werde an festen Tagen feste Formate machen. Zum Beispiel wie jetzt, ihr wisst ja schon, jeden Freitag kommt das Challenge zum Beispiel. Ich dachte, hey, das teilst du auf. Overwatch, wie gesagt, das mit Upload-Plan, der Upload-Plan kommt dann erst, wenn ich mit Overwatch sicher bin, weil ich habe einen leichten Plan für Overwatch für euch. Etwas ziemlich Cooles, aber ich muss noch gucken, wie ich das organisieren kann. Ja, das ist, ich finde, wenn ich das noch nicht habe, dann gibt es keinen Upload-Plan, weil Overwatch ist ein fester Teil dieses Upload-Planes. Dann werdet ihr auch einige Matches von Faceit spielen, denn ich spiele mit meinem Clan, ja, spiele ich Faceit. Das ist, stellt euch vor, wie die ESL hier richtig mit 5 gegen 5, Messerrunde, du kannst pausieren einmal pro Halbzeit, du kannst Sachen gewinnen, bla 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 bla. Das machen wir, dass wir die Matches zusammen analysieren. Natürlich nur die, die wir gewonnen haben, sonst sehr langweilig. Ich habe ja jetzt bisher 5 gespielt und nur 1 verloren. Aber ja, es macht Spaß und dann analysieren wir das mal, weil das auch ganz interessant für die Neulinge ist, wie man wirklich gut steht auf den Maps, wo die Ansagen vielleicht kommen, was wir dort im Teamspeak gesagt haben. Das hört man zwar nicht, aber mal gucken. Entweder mache ich das so, dass wir das halt live machen. Das heißt, dass ich ein Live-Match aufnehme und ihr dann selbst hört, aha, die haben das und das und das gesagt. Oder dass ich das nachträglich kommentiere und sage, wir haben dort das und das gesagt und dort das und das gemacht, weil da und da bla bla bla. Ihr wisst schon, die Faceit-Spiele, die Demos kann man runterladen. Ich habe schon ein paar runtergeladen, 2 Stück, glaube ich, da wo es halt wirklich gut für mich gelaufen war oder ist. Deswegen gucken wir das uns zusammen an und dann erkläre ich euch ein bisschen was dazu. Das hilft euch im Matchmaking auch sehr, sehr, sehr viel weiter. Dann habe ich noch was. Ja, also gestern zum Beispiel kam kein Video, weil ich gestern ein neues Bettgestell bekommen habe. Ihr wisst es vielleicht gar nicht, ich lag eine Zeit lang mit meiner Matratze auf dem Boden, beziehungsweise wir, meine Freundin wohnt ja auch hier. Das heißt, das Lattenrost, ihr wisst, was ein Lattenrost ist, ne? Ist keine Geschlechtskrankheit. Haha, keine Geschlechtskrankheit, ha, wie lustig. Ne, lagen wir halt auf dem Boden, ne? Lattenrost, Matratze drauf und jetzt habe ich ein Bettgestell gekauft, das habe ich gestern in 3- bis 4-stündiger Arbeit aufgebaut. Warum? Ich besitze eigentlich kein Werkzeug und das mitgelieferte Werkzeug war für den Arsch, deswegen hat es so lange gedauert. Wie gesagt, es war scheiß warm danach und dann wollte ich mich nicht mehr so vom PC setzen und abends, ja, da habe ich halt dann Faceit gespielt und kam nicht mehr zum Aufnehmen. Und jetzt habe ich mich ein bisschen leicht verschluckt, Entschuldigung. Ja, und jetzt sieht es halt organisatorisch so aus, dass ich gesagt dann Upload-Plan raushaue und ja. Was ich mir das gegönnt habe, ist von Rocket diesen USB-Hub mit der Maus, mit dem Mauskabel halte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Für mich gut, weil hinter dem Schreibtisch hängt mein Kabel runter. Mein Schreibtisch steht nicht direkt an der Wand, ja. Das ist so eine Schräge und da steht der dran. Und dementsprechend hängt das Kabel runter und da muss ich, wenn ich die Maus bewegt habe, muss ich das Kabel immer so ein bisschen schön ziehen. Dadurch, dass ich dieses Mauskabel halt habe, habe ich immer genügend Maus zur Verfügung, um in Ruhe zu spielen ohne Widerstand. Das ist super. Das Ding seht ihr dann aber nochmal in der Roomtour, die auch hoffentlich bald irgendwann kommen sollte. Ich hoffe, die kommt bald, weil wir müssen noch ein bisschen was hier machen und vorher will ich euch das hier nicht antun, weil das sieht echt wie die reinste Studentenbude aus und ich bin kein Student. ja, was gibt's noch? Ich find's krass, nochmal, dass so viele hier auf meinem Channel sind und dass auch sich einige an Intro setzen. Eins ist schon fertig. Da bedanke ich mich jetzt schon beim ScholliFX, heißt der, glaube ich. Das Intro werde ich aber leider nicht nehmen, weil es genau das war, was ich in dem, wo ich mein Intro gesucht habe, angesprochen habe, dass ich weit weg von diesem normalen Minecraft-Intro-Scheiß, also Scheiß ist nicht, aber von diesen Minecraft-Intro-Sachen weg will, was eigenes, was schon Counter-Strike erkenntlich ist und ich meine, er hat sich wirklich Mühe gegeben, deswegen habe ich immer gesagt, pass auf, wenn es okay ist, lade ich das Video so hoch, damit die Leute es wenigstens sehen, ich will nicht, dass du deine Arbeit umsonst machst. Also wer für mich was tut, freiwillig, aus seiner Freizeit, das wäre scheiße, wenn man das nicht in irgendeiner Art und Weise ehrt, deswegen, wie gesagt, das wurde hier erwähnt, ich werde seinen Kanal nochmal in die Beschreibung hier schon direkt nochmal reinhauen, einfach aus Props, weil er der Erste war und dann halt, und dann werde ich halt das Video jetzt die Tage auch veröffentlichen, wenn er sagt, ja, ist okay, mach ruhig so. Was gibt's noch? Ja, wie gesagt, Overwatch habe ich einen kleinen Plan, soll ein bisschen cooler aufgezogen werden,
ich wollte was aus dem Internet haben, das aber nur mit Kreditkarte bezahlt werden kann. Ich brauche mich was aus dem Internet. Und das ist halt scheiße, ich habe keine Kreditkarte. Ich muss da mal genau gucken, was ich mache. Ich frage schon gerade in meinem Netzwerk feuchtfröhlich rum, ob da mir irgendwer helfen kann. Bisher noch leider niemand so richtig. Aber ja, ich frage da nochmal den netten Kavalierpirat, so heißt der, seinem Channel. Könnt ihr mal draufgehen, Kavalierpirat, toller Typ. Ob das für ihn okay ist, wenn er mir da irgendwie mal helfen könnte, weil ich da was Bestimmtes brauche. Vielleicht hat er das ja schon irgendwo, kann das vielleicht irgendwo organisieren, kostenlos. Man weiß es nicht. Was gibt's noch? Habe ich noch irgendwas, was ich euch erzählen soll? Wir könnten jetzt mal so einen kleinen Smalltalk machen, weil ich will das Video jetzt noch ein bisschen filmen. Ich will jetzt nicht mit drin abbrechen. Ihr solltet noch bis zum Ende sehen. Übrigens, wir müssen uns über Getränke unterhalten. Das ist wichtig, deswegen will ich das fülle ich jetzt mit Getränken. Trink Dr. Pepper. Wer noch nicht Dr. Pepper getrunken hat, trinkt es. Es sieht zwar aus wie Cola, aber es schmeckt nicht wie Cola. Trinkt es, das ist einer der besten Getränke, ja? Dann wäre es auch mal ganz nett von euch. Ich labere alles durcheinander heute. Getränke, bla bla bla. Ist mir wieder ein Thema eingefallen, deswegen labere ich jetzt einfach gerade drauf los. Es wäre ganz cool, wenn ihr mir mal einen Kommentar unten reinschreibt. Zum Beispiel, wie gesagt, über was soll ich nachdenken? Über was soll ich mit euch reden? Was wollt ihr hören? Alles möglich. Müsst es mir nur unten reinschreiben in die Kommentare. Und ja, ihr seid ja schon in den Kommentaren sehr aktiv. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Und ja. Eigentlich war es das im Großen und Ganzen. Wir gucken uns das hier halt jetzt noch zu Ende an. Mehr habe ich gar nicht. Also zusammengefasst, Uploadplan kommt bald, aber nur sobald ich das für Overwatch so habe, wie ich es haben möchte. Und es tut mir leid, dass ich die Videos nicht hochgeladen habe in den letzten Tagen. Es war halt eine scheiß warm in der Wohnung. Ich habe ein Bett aufgebaut. Das war dann zeitlich auch schwer. Ja. Genau, das war's so. Ich spiele die Aug, die habe ich übrigens wieder geholt. Ich hatte die im Marketplace, hat keinen Arsch gekauft. Die Aug Torque heißt die, ja. Die habe ich wieder geholt, als. Die habe ich als Deadtrack gehabt und ja, hat ja halt keiner gekauft. Ja, eigentlich spiele ich gerade gar nicht so gut. Wettrüsten fällt mir so auf. Das ist halt schon ein bisschen lustig, warum ich nicht so gut bin gerade. Aber, naja, und das war ein purer Luckshot. Der Bome ist nicht gut gewesen in diesem Match. Das weiß ich noch. Guck doch, er hat einen Headshot bekommen. Das sind Reflexe. Ja. Just in case, Just in case, könnte ein bisschen dauern, weil momentan sieht es mit dem Geld nicht so aus, als könnte ich mir echt Milliarden von Schlüsseln leisten. Das kann halt noch ein bisschen dauern. Das tut mir schrecklich leid. Deswegen müssen wir jetzt hier verharren und warten, bis ich Geld übrig habe, um mal wieder ein paar Kisten zu öffnen. Aber jetzt momentan muss alles für die Küche dran glauben, zum Beispiel, oder für Essen, Trinken, schlag mich tot. Und ja. Jetzt sind wir schon beim Pistols. Guck, jetzt geht's sehr schnell, hoffentlich. Ihr seht schon, der eine auf 25. Eieiei. Kann man das noch aufholen? Man weiß es nicht. Vor allem, weil ich so verkacke mit der P2000. Aber jetzt schon Tech 9. Kann jemand von euch gut spielen? Schreibt das auch mal in die Kommentare. Kann jemand die Tech 9 gut spielen? Ich kann die gar nicht spielen. Ich duck mich immer und spray, wenn ihr noch was drauf guckt. Funktioniert aber auch. Ich wollte schon sagen, der Junge wollte nicht sterben. Das habe ich schon. So, jetzt habe ich mich aufgeholt mit Dulbrettes. Und jetzt bin ich schon vor ihm. Und wann kommt der bessere Kill? Der hätte es sein können. Wurde es aber nicht. Das war traurig. Ich kann mich daran erinnern. Das war traurig. Der sollte es sein, aber er wurde es da nicht. Und ich glaube nicht, ich habe den später geneift, als er angefragt war. Ich bin ja immer so ein Sneaky-Beaky-like mit Messer. Also, ich nutze dann irgendwelche Lücken und dann schlüpfe ich da durch. Und dann versuche ich einen zu Messer von hinten. Aber meistens werde ich entdeckt. Richtig scheiße. So, jetzt hat mich, glaube ich, werde ich nochmal, glaube ich, getötet. Und dann beende ich die Runde mit einem wunderschönen, wunderhübschen Messerkill. Seht ihr, wollte ich knifen, da kam auch der von hinten. War halt scheiße. Aber was willst du machen? Ich versuche mal das goldene Messer mit F anzugucken, klappt aber nie. Ist scheiße. So, jetzt will ich da oben. Und zack, wollte ich da oben rein, da kam mir entgegen, glaube ich, ein Knife. Das war's. So. Ja, das war's von mir. Haut rein, meine CT und T-Buddies. Euer Bombest bin diffused.